Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 und dem Beagle. Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht. I needed it. Ist jetzt immer noch, meine Backen sind immer noch Pikachu-like. Das ist laut. Das ist laut. Ich meine aber, dass es für euch nicht so laut ist. Das ist very irritating. So, jetzt kann ich also, ich habe also die Wahl, den Dude zu töten oder nicht, ja? Diesmal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. I don't care. Ich töte niemanden. Soll Stanley doch alleine mit seinem Problem zurechtkommen. Jeder kriegt seine Quittung, aber warum muss ich die Quittung sein? Vor allen Dingen, was nutzt es ihm? Er ist jetzt eh ein Big Daddy. Also bringt es ihm überhaupt gar nichts mehr, Stanley zu töten. Es bringt ihr auch, Eleanor bringt es auch nichts, ihn zu töten. Also... Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Oh, schon wieder drei Little Sister. Ups, Ja, wir sind wirklich immer in Stützchen angekommen. Ich schaue mich jetzt hier erstmal in Ruhe um. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Ach so, die stand unter Wasser. Ja gut, das erklärt's. Da will ich dann auch nicht sagen, dass das geklappt hat. Beyond the sea, somewhere over. Entschuldigt, Leute. Aber das bot sich jetzt irgendwie ein bisschen an. Was sagt denn die Karte? Die sagt... Nicht so viel. Okay. Das macht hier ziemlich einen Lärm. Ah, ich bin fast tot. Oh, sie hat ein Geschenk für mich. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den Ohrwurm davon habe, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich bin zu weit weg, ne? Neunter Oktober 1967. Hallo. Hi. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich psychisch normal genug bin. Ja, Gil Alexander.
Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Aber auch den werde ich nicht töten, weil das ist alles schon gelaufen, Leute. Rache ist ungefähr für 3 Sekunden nützlich und danach nicht mehr. Ein Medipack! Und da ist so eine Schnecke. Gibt Schnecke. Weil ich Adam ja auch so dringend brauche. Ja nun, ne? Wie sieht's hier aus? Oh, Munition. Ein Hackpfeil. Liebe. You're fired. Das war wörtlich gemeint, ha? Huh? Armer Kumpel. Er stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Wer? Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich in den Arm gespritzt hat. Durchsucht ihn! Durchtreten! Du bist gefeuert! Entlassen! Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, okay. Was? Nein. Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, was? Ich bin Alexander der Große. Meine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Das möchte ich in der Runde. Ah! Warte mal, wo bin ich? Oh, Wo denn? Ah, da. Wo kommt ihr überhaupt alle her? Von allen? Von allen was? Sag mal, du bist eine Nervensäge. Du bist einen Dreck wert. Ich bin was? Du bist ein Dreck wert. Hier, du bist so viel wert, wie du brennst. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Ja. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Hat er gesagt, dass er durchdreht. Willkommen im Zirkus der Werte. Mir mangelt's wieder ordentlich an Kohle. Mir mangelt's mal wieder einfach an restlos allem. Okay. Ich muss wohl da oben hin. Ich höre da auch das Glitzern, dass das der richtige Weg ist. Aber ich will mich erst hier umgucken, weil alles, was ich finde, was mir hilft, ist wertvoll. Ressourcenmanagement und so ein Kram. Weil wenn man irgendwo somewhere between the seas, dann ist es schlecht mit Ressourcen. Ich meine, guckt euch das an! Selbst wenn wir wollten! Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Hallo. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta.
Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Das überfordert mich. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Yes. Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Aktualisiert. Status aktiv. Zugang gewährt. Als hätte ich nicht schon genug Probleme in diesem Spiel, schickt er mir auch noch meine eigene Big Daddy-Serie hin, um mich. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Na, von mir aus. Wenn der glaubt, dass ich seine Drecksarbeit mache und ihn töte, dann hat er sich aber geschnitten geirrt. Was bin ich hier? Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Der Typ ist wirklich, wirklich seltsam. Ich höre hier eine Kamera. Wo ist die denn genau? Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ah. Ich habe dich gewarnt. Wenn du gesund bist, bist du qualenfrei. Nass und Nässe geht dir rein. Ein Gitterchen für wenig Geld. Und Luna will zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei Fontaine. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Zeit ist Geld! Gottverdammter Parasit! Hey, ihr da! Wo denn? Aus meinem Haus. Nee.
Speaker-Slot. Elektrobolt, ja. Abfackeln, ja, Winterblast. Boah, jetzt konnte ich endlich mal alles benutzen. Was ist der Big Daddy denn? Du hast hier nicht rein. Ich höre sie doch. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Ich höre sie doch. Wo denn? Wo höre ich sie? Meine Namen sein. Mal schauen, was ich hier so alles sammeln kann. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Wo hast du gesagt, ist ein Engel? Direkt hier vorne. Daddy. Ja, schön für dich. Ich bräuchte aber trotz allem... Fackeln. Ein Zirkus der Werte bräuchte ich. Für den Fall. Okay. Speichern, ganz wichtig. Dann nicht mehr aus. Hau rein. Draußen, denn drin. Dieser Engel ist einsam. Tragisch. Ist das irgendwie eine Farce oder so?
Geht's euch noch ganz wacker, mit dem Big Daddy hier aufzulauern? Wie krass. Gibt die Kohle und so, aber trotzdem. Big Daddy. Komm ich hier mit dem Big Daddy an. Na gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir schauen, die Schrot war schon echt geil, ne? Dann werden wir schauen, ob wir die nächste, wie wir die nächste Leiche finden. Weil ich werde schon alle Little Sister retten. Ich hoffe aber, ich habe es bald geschafft mit allen Little Sister, wirklich. Okay, ihr Lieben, haut rein.